Hey, was geht ab, das ist Jay. Und zusammen sind wir Legendary. Kommt zu einer neuen Folge von Filmgeek. Wir haben euch ja in vergangenen Folgen schon mal lustige Bloopers zu Filmen und Serien gezeigt. Dabei handelt es sich aber immer um Outtakes, die selbstverständlich nicht im fertigen Film zu sehen waren. Ich musste fast niesen, aber dann doch nicht. Heute zeigen wir euch aber ausnahmsweise mal vier Patzer, die es aus den verschiedensten Gründen doch in den Film reingeschafft haben und die Szene sogar vielleicht ein kleines bisschen besser machten. Wollen die das sehen? Sind die bereit dafür? Sie haben auf dieses Video geklickt. Ich denke mal, sie werden jetzt nicht sich denken, was? Nein! Mission Impossible Agent Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, hat gerade Urlaub und ist beim Freeclimbing irgendwo in der Wüste des mittleren Westens der USA, als er von seinem Arbeitgeber per Raketenpost über seine nächste unmögliche Mission informiert wird. Terroristen haben im Auftrag eines noch unbekannten Kriminellen das Heilmittel für einen neuen Virus gestohlen. Um ihren Plan, die ganze Welt zu infizieren, durchziehen zu können, fehlt ihnen aber noch das Virus. In einem Wettlauf gegen die Terroristen muss es Ethan nun gemeinsam mit seinen Komplizen schaffen, die Krankheitserreger vor den anderen ausfindig und unschädlich zu machen. Zum Ende dieses actiongeladenen Blockbusters aus dem Jahre 2000 sehen wir Tom Cruise und seinen Kollegen Dirk Ray Scott, welcher den Hauptbösewichten Sean Ambrose spielt, beim finalen Fight in Australien. Die beiden bekämpfen sich mit coolen Martial Arts Moves, doch natürlich hat unser Actionheld die Oberhand. Als finalen Finisher-Move hat Mr. Cruise einen freshen Spin-Kick für seinen Gegner auf Lager, für welchen er vom Stunt-Koordinator gebeten wurde, sich nicht zurückzuhalten. Das ließ sich Tom natürlich nicht zweimal sagen und platzierte prompt seinen Fuß im Gesicht seines Gegenübers, doch mit etwas mehr Power, als er es eigentlich vorhatte. Man kann auch einfach hier an seinem erschrockenen und leicht besorgten Gesicht genau erkennen, dass er selbst gemerkt hat, dass der Kick etwas zu hart war. Für seinen Schauspielpartner war das sicherlich nicht das Angenehmste an diesem Tag, allerdings sah es dafür auf der Kamera umso besser aus und so entschied man sich, diesen Blooper doch noch mit im Film einzubauen. Ungefähr so wie damals, als Jay vom Fenster gesprungen ist und eigentlich sanft aufkommen sollte. Ist er nicht. Die Landung gleichte eher einem nassen Kartoffelsack, was ziemlich wehgetan hat. Cut! Aber unser Bad Boy Jay hat das mit etwas schmerzhaften Verletzungen überstanden und tada! Begeben wir uns auf eine Reise in ein Zeitalter jenseits unserer Geschichte, als nicht nur Menschenvölker die Welt besiedelten, Magie noch möglich war und Neuseeland noch Mittelerde hieß. Der Herr der Ringe. Die Filme, die mich als Kind dazu inspirierten, mein Zimmer vor imaginären Orks zu verteidigen, gehören auf jeden Fall in jede gut sortierte Filmsammlung. Der erste Teil der Trilogie, Der Herr der Ringe, die Gefährten, basiert wie auch die anderen Filme auf das dazugehörige gleichnamige Buch von J.R.R. Tolkien und erschien bereits 2001 in den Kinos. Nur allzu gut können wir uns daran erinnern, als Gandalf das erste Mal mit seinem Karren ins Auenland einfährt, die Kinder ein bisschen mit Feuerwerk begeistert und sich dann auf den Weg zu seinem alten Freund Bilbo Beutlin macht. Als Hobbit lebt Bilbo in einem Haus bzw. einem Bau, welcher für den ausgewachsenen Zauberer sichtlich zu klein ist. Schon beim Eintreten in die gemütliche Bleibe muss Gandalf gezwungenermaßen seinen Kopf einziehen, um überhaupt hineinzugelangen. Und obwohl es ihm möglich ist, dort aufrecht zu stehen, bekommt er beim Umherlaufen zuerst von einem zu niedrig hängenden Kronleuchter und im Anschluss noch von einem niedrigen Torbogen eine verpasst. Denn beim Versuch, den flinken Hobbit in die Küche zu folgen, dreht sich der graue Magier um und stößt sich seinen Kopf ohne Rücksicht auf Verluste gegen einen Holzbalken. Oh! Witzigerweise ist das hier weder ein Special Effect, noch kam dieser Shot zustande, weil sich Regisseur Peter Jackson dachte, dass es witzig wäre, wenn Gandalf sich den Kopf stoßen würde. Nope, das Kopfstoßen kam deshalb zustande, weil Gandalf-Schauspieler Sir Ian McKellen den Balken hier wirklich nicht gesehen hatte, weshalb er sich hier beim Umdrehen auch wirklich den Kopf mit voller Wucht stößt. Normalerweise würde ein solcher Patzer natürlich nicht im Final Cut des Films auftauchen, aber dadurch, dass der gute Ian es geschafft hat, sein Missgeschick so gut in sein Schauspiel einzubauen und trotz seines leichten Schmerzes und Grinsens in der Rolle zu bleiben, entschied man sich dazu, die Szene zu behalten und mit einzubauen. Und unserer Meinung nach war das definitiv keine schlechte Entscheidung, weil, ich meine, ist doch witzig. Als Kind wurde Peter Quill Ende der 80er Jahre von Aliens entführt und ist seitdem her nicht mehr zur Erde zurückgekehrt. 26 Jahre später ist aus ihm ein Weltraumplünderer geworden, den nicht mehr viel mit seiner Herkunft verbindet. Als er eines Tages eine mysteriöse Kugel aus einem verlassenen Tempel entwendet, nimmt sein Leben jedoch eine Wendung. Auf einmal sind andere Außerirdische hinter ihm und seiner neuen Errungenschaft her. Nach einem missglückten Geschäft versuchen zwei Kopfgeldjäger in Form eines sprechenden Waschbären und eines humanoiden Baumes Peter zu fangen, während ihm eine andere grüne außerirdische Schönheit versucht, die Sphäre abzunehmen. Das Ganze endet im Showdown mitten in einer dicht besiedelten Stadt, woraufhin die vier Ruhestörer von der Polizei gefangen und ins Gefängnis gebracht werden. Als sie mit einem weiteren Verbündeten ausbrechen und endlich dabei sind, die Sphäre an den Mann zu bringen, geschieht Peter, gespielt von Chris Pratt, ein Missgeschick. Gerade in dem Moment, als er dem Käufer die Kugel präsentieren will, rollt sie ihm aus der Hand und er schafft es gerade noch so in der letzten Sekunde, sie wieder aufzufangen. Doch auch dieser Shot war hier nicht geplant. Chris Pratt ließ die Kugel beim Dreh wirklich fast fallen. Da dieser Beinahe-Unfall jedoch so gut zu der Rolle und der Situation gepasst hat und Chris es sich nicht anmerken lassen hat, entschied man sich dafür, diese Szene somit in den Film reinzunehmen. Fast so wie damals, als Jay... Ja gut, ich habe hier keinen Jay-Vergleich parat. Können wir einfach irgendwas anderes Lustiges einblenden? Na gut, Jay, diesmal bist du davon gekommen. Aber sei wachsam, Jay.
Sei wachsam. Während Frodo, Sam und Gollum im zweiten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie ihre Reise nach Mordor fortführen, um den einen Ring zu zerstören, treffen Aragorn, Gimli und Legolas in Rohan ein. Während sie die Spur der von den Orks entführten Hobbits Merry und Pippin verfolgen, treffen die Reisenden auf die Armee von Rohan und sprechen mit ihrem Anführer, welcher ihnen von der Schlacht gegen die Uruk-hai berichtet. Des Weiteren werden sie, nachdem Aragorn sich nach den zwei kleinen Hobbits erkundigt, darüber in Kenntnis gesetzt, dass es keine Überlebenden gab und auf einen Haufen mit brennenden Ork-Leichen verwiesen. Die drei eilen dorthin, um sich nach ihren Freunden umzusehen, aber lediglich die Scheide eines der Schwerter der Hobbits kann aus dem brennenden Haufen geborgen werden. Voller Zorn und Enttäuschung tritt Aragorn eines der umherliegenden Helme und gibt dabei einen leidenden Schrei von sich, während er zu Boden sinkt. Doch jetzt kommt's, das was wir da sehen, ist kein gespielter Schmerz. Als nämlich der Aragorn-Schauspieler Viggo Mortensen den Helm mit voller Wucht getreten hatte und seinen Fuß ungünstig platzierte, brach er sich nicht nur einen, sondern gleich zwei Zehen. Und auch der Schrei, den er danach ausstößt, ist vom tatsächlichen Schmerz seiner Zehen ausgelöst worden. Regisseur Peter Jackson wollte nämlich für diese Einstellung, dass Viggo den Helm diagonal an der Kamera vorbeitritt, um so einen beeindruckenderen Moment zu erschaffen. Und obwohl sie schon nach 4 Versuchen einen beeindruckenden Take hatten, bestand Mr. Jackson darauf, dass sie es noch ein letztes Mal versuchen. Beim 5. Mal klappte dann alles perfekt, der Helm hatte genau die richtige Flugbahn und selbst das zu Boden sinken und der Schrei beeindruckte alle am Set. Der Einzige, der nicht so viel Spaß darin hatte, war der gute Viggo, der trotz Höllenschmerzen in seiner Rolle blieb und es schaffte, diesen Schmerz sogar als Antrieb für sein Schauspiel zu nehmen. Respekto! Falls ihr noch ein paar lustige Outtakes aus Serien sehen wollt, wie zum Beispiel, wie schwierig es in Big Bang Theory war, Steinpapierschere Exes Spock auszusagen, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf die Annotation. Und ansonsten würde ich jetzt einfach nur noch sagen, how to reason. Wirklich? Nein. Nein.